Und wir befinden uns immer noch in Britannien, wo wir unseren Sohn in der letzten Folge ja verheiratet haben. Er ist jetzt mit der hübschen, ja, kann man doch sagen, weil er ist ja eigentlich, ne, mit seiner Hasenscharte, mit der hübschen Isabeau aus Lothringen verheiratet haben und ihm einen Baronstitel gegeben haben. Die Baronie Ross, ja. Und vielleicht können wir uns bei ihm noch ein bisschen einschleimen, indem wir hier ein bisschen ausbauen. Wir können da... Oh, Bergfried ist natürlich richtig teuer. Bringt aber ein bisschen Aufgebotsgröße. Ja, komm. Für 540 Gold für unseren Sohn. Das sollte eigentlich auch ein bisschen Meinung bringen, ne? Genau. Jetzt hat er eine Meinung von 99 von uns. Warum sehen wir das jetzt nicht? Meine Meinung, die geht da, genau da. So, schickte Geschenk, Liebe, gewährte eine Baronie, hat Gebäude in meinem Herrschaftsgebiet finanziert, brachte plus 10. Großzügiger Verwandter, ich glaube, das ist auch noch dazu gekommen. Ja, haben wir vielleicht noch irgendwas, was wir ihm aus unserer vollen Schatzkammer geben können? Das haben wir alles angelegt. Ja, nicht wirklich, ne? Das Schwert haben wir angelegt, das Zepter, Kreuzritter, Streitkolben. Ja, und das andere kann er alles irgendwie nicht gebrauchen. Wir können ihm noch eine Schädeltrophäe geben. Aber das ist uninteressant. Nö, leider nicht. Nee, bekommt er dann erst durchs Erbe. Nun gut, ist halt so. Können wir nicht ändern. Da oben steht eine Armee. Baldarich ist bestimmt hier und plündert irgendwo. Oh ne, da sind die 5000 Mann. Nee, das ist es nicht. Wo ist denn dieser Baldarich, mit dem wir verhandeln können? Baldarich von Basel. Ein Khan. Ist der im Khanat aufgewachsen? Für Truppen in Brandenburg. Auch da muss er doch hier irgendwo sein. Führt er diese 5000 Mann an? Ne, hier muss der sein. Warum soll ich mit dem verhandeln? Er kann versuchen zu plündern, aber das wird ihm schlecht bekommen. Ist auch schon weg, das Verhandeln. In der Ratsversammlung heute Abend erzählt uns Hofkaplan Andrew von einem Gerücht, das er gehört hatte. Die Bauern sprechen von einem Artefakt, das nicht weit von hier versteckt liegen soll. Die Details der Informationen von Andrew sind ungewiss, aber vielleicht wäre es eine Untersuchung wert. Gut. Hofkaplan Andrew organisiert eine Suche. Wenn es nicht weit weg ist, kann es ja auch nicht so viel kosten. Außerdem sind wir ja immer drauf aus, was Neues zu erfinden. Mein Körper mag saft- und kraftlos sein, aber mein Geist ist so gesund wie eh und je. Tja, wir werden gebrechlich. Oh, kostet uns leider sogar Bildung. Es ist recht früh mit 52. Wir bleiben aber weiter dem Theologiefokus treu. Gott wird uns dafür im späteren Leben
lobpreisen. So, Hofkaplan Andrew hat eine interessante Entdeckung mit mir geteilt. Während er nach dem Artefakt suchte, stieß er auf Gerichte über ein noch selteneres Objekt. Andrew sagte mir, dass wir immer noch Teile der vorherigen Forschung und einige Ressourcen nutzen können, wenn wir dieser neuen Spur nachgehen. Ja, wie aufregend. Folgen wir der neuen Spur. Folgen wir der neuen Spur. Jetzt können wir vielleicht mal die Zukunft deuten, was die für uns bereithält. Kostet uns 150 esoterische Macht. Als ich meine Hände an die Seite der Schale lege, befindet sich das Wasser darin in einem Zustand der perfekten Stille. Doch es dauert nur wenige Augenblicke, zeigen sich schon Muster auf der spiegelglatten Fläche. Es erscheinen Spiegelbilder der Welt, der Vergangenheit und der Zukunft. Ich atme tief ein und bringe mich im Einklang mit dem, was ich suche. So, die Beziehungen, die interessieren uns nicht. Bevorstehende Schlachten interessieren uns auch nicht. Wir möchten einfach wissen, was uns als Kaiser weiter bevorsteht. Es sind nichts als Linien. Oder doch nicht? Ja, ich sehe einen Wald. Einen riesigen Wald. Wir halten das für ein schlechtes Omen und verlieren erstmal nochmal ein Verwaltung und ein Bildung, aber nur vorübergehend durch den Perk. Verstörende Vision. Gut. Hier tut sich wohl nichts. Alles schick hier. Geld kommt jetzt scheinbar genug rein. Knapp 40 pro Monat. Das ist schon ordentlich. Aber wir sparen weiter. Wir können nochmal die ganzen Intrigen hier beenden. Weitere 5 Bedrohungen. War alles gut. Oh, Callum wollte auch irgendwas machen. König Tukdual der Zweite hat ein Bündnis mit König Theodorich von Deutschland geschmiedet. Naja, Deutschland ist, machen wir uns nicht vor, die sind am Ende. Die haben ja nur noch hier oben was. Alles ist größer. Breiz ist da. Breiz hat natürlich auch gelitten, sehe ich gerade, ne? Die sind doch eigentlich... Sind die nicht sogar hier noch? Und da? Hm. So, jetzt wo David den Großteil seiner Tage in Abgeschiedenheit verbringt, ist es da überraschend, dass er so wenig auf sein Aussehen achtet. Sieht immer aus wie ein Herumtreiber. Sieht, soll das heißen. Unser Sohn. Er muss sich in Mäßigung üben. Genau, wir sind ja auch gemäßigt. Versuchen was? Er ist ungehobelt. Naja. Körperpflege und gutes Auftreten gehören nicht unbedingt zu den Prioritäten dieses Charakters. Bildungsschwerpunkt Intrige. Gut, da könnte Callum mal später richtig Spaß mit seinem Bruder bekommen. Naja, schauen wir mal. So, und David. Er verdient wahre Größe, auf geht's. Nein, diesmal sagen wir, er muss es von alleine lernen. Oder? Lasst andere auf euch zählen. Nein. Macht euren Zug zur rechten Zeit, sagen wir ihm. Im Gedanken an seinen Bruder, den wir nicht so gut leiden können wie ihn. Und wieder ein Morgen, an dem ich noch müder bin als am Abend zuvor. Wir ziehen uns zur Meditation zurück. Und Duncan der Zweite übernimmt die Regentschaft. So,
Und wir sind schon wieder da, ist doch schon was Feines. Und wir wollen ein besserer Mensch werden, aber fleißig sind wir, glaube ich, eh schon. König Ayo hat geerbt. Wir könnten eine große Debatte abhalten. Nee, machen wir nicht. Können wir eigentlich noch ein Turnier abhalten? Nee, das haben wir mit dem Charakter schon gemacht, ne? Zutaten erwerben. Nein, alles gut. Alles gut. Wir brauchen nichts mehr machen in unserem Alter momentan. Wir konzentrieren uns auf den Zirkel. Und auf die Arbeit hier im Reich. Das Reich zusammenzuhalten. So, eine neue Freundschaft mit Duncan dem Zweiten. Natürlich machen wir das. Wir haben ihm so viele Posten gegeben. Da ist das nur recht und billig, dass er unser Freund wird. Französische Revolte. Ausgerechnet hier hinten. Frankreich ist so zersplittert. Hier entsteht ein Stück Aquitanien. Aquitanien bricht auch so auseinander. Ich habe Kunde vom Hofkaplan Andrew erhalten, dass er bei der Suche nach dem Artefakt ständig Fortschritte macht. Ja, das ist ja sehr schön, aber ob das noch was wird? Ist ja schon lange genug weg. So. Havelberg, genau, was macht denn unser Bruder in Havelberg? Dem geht's gut. Oh, ist wahnsinnig geworden. Nachfolger ist Konstantin Alanik. Und wie gesagt, das ist jetzt der serbische Zweig der Familie. Herzog Stefan von Preußen und sein Neffe. Oh, den können wir sogar leihen. Oder? Ja, 16. Und Konstanik, ja. Giovanna haben wir dann noch. Unsere Nichte, die ist 15. Ja, das ist der serbische Teil der Familie McPhister. So, ein fahrender Dichter, der sich Bade nennt, kam heute an. So, was halten wir denn von Kunst und Kultur? Wir sind gemäßigt, stur. Ja. Nee, dadurch würden wir zynisch werden. Das macht, das ist nicht gut, dass wir ein Kirchenmann sind. Er kann so lange bleiben, wie er möchte. Ein Baden am Hof zu haben. Ich fand heraus, dass Herzog Michael der Zweite Baden im Hof vorgestellt hatte. Und ich sagte ihm, wie sehr ich das schätzt. Endlich jemand, der singen kann. Gut. Michael von Orkney. Oh, das sieht nicht gut aus. Wir werden unfähig und gebrechlich. Wo bin ich? Wer sind diese Leute? Oh, schöne Farben. So, wir werden vom Regenten regiert. Unser Regent ist Herzog Duncan der Zweite. So, was haben wir da für einen Charakter? Er ist überschaubar, ist auch ein Theologe, Meistertheologe, muskulös. Ein religiöser Eiferer, stolz und gemäßigt. Gut, dann schauen wir mal, wie er das Reich regiert. Vieles passiert ja automatisch, da haben wir ja als Regent keinen Einfluss drauf. Deswegen ist eine Regentschaftsverhandlung, Herrschung, wie nennt man das? Schon nicht ohne. So, Helen McPhister. Die
es eigentlich auch in der Staatsintrige sehr bewandert. Gut, soll sie das auch bekommen. So, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis unser Stefan abtritt. Obwohl ich es einmal schon hatte. Ich weiß gar nicht, ob es hier im Let's Play war. Nee, ich glaube nicht. Da war der Herrscher 3 oder 4 Jahre unfähig und er kam tatsächlich noch mal wieder. Das hatte ich noch nie. Er hat auch ein bewegtes Leben hinter sich. Obwohl es nicht so vom Krieg durchzogen war. Jeder weiß, dass ich über ein Jahrzehnt damit verbracht habe, die Arbeit an meinem Buch zu dirigieren, als mir heute endlich das Endprodukt präsentiert wurde. Ist jetzt nicht so passend. Was Mönche tragen. Ich kratzte mein Kinn, sichtlich überrascht, dass die Arbeit endlich fertig war. Ich war inspiriert. Was Mönche tragen, wurde eurer Schatzkammer hinzugefügt. Okay, dann schauen wir uns das Buch mal an. Was Mönche tragen. Haben wir natürlich nicht angelegt, das Buch. Monatliche Pietät bringt sogar richtig viel. Ohne Meinung plus 2. Können wir das gleichzeitig anlegen? Nee, dann geht alle Heilmittel raus. Ach, das geht jetzt. Okay. Dann müssen wir das hier ablegen. Und das anlegen. Was steht denn da? Ach ja, Bibliothek, 4 Bücher. Nein. Das ablegen, das anlegen, weil das bringt ja dann weniger, ne? Monatliche Pietät, Bildung, macht Sinn. Was haben wir denn noch für Bücher angelegt? Sternastrologie und schottische Architektur. Was bringt ein schottische Architektur? Ach da, Baukosten minus 10%. Ja, ich glaube, das können wir auch ablegen, ne? Dann nehmen wir doch das andere. Gut. Das ist aber neu, dass man das da steht. Was steht bei den Waffen? Ne, Zeremonienwaffe eine ausgerüstet. Normale Waffe, Zepter. Jo. Alles gut. So, weiter geht's. Weiter geht's. So, und wir haben einen Titel geerbt von König Sinwit, die läuterne Flamme von Wales. Ja. Interessant. Dann müssen wir uns hier noch um Wales kümmern. Das Königreich Wales. Es ist sehr zersplittert. Wer ist denn sein Sohn? Das ist doch immer der einfachste Weg. Der ist noch nicht volljährig. Der ist erst 3 Jahre alt. Das ist schlecht. Wen haben wir denn hier? Herzog Aniel den Zweiten, ein Pikte. Der aber wahnsinnig ist. Das fällt schon mal weg. Hier ist der Dreijährige. Schwierig. Und ich glaube, wir können den Titel ja noch nicht mal vergeben, ne? Weil wir ja unfähig sind. Ah, ne. Doch, ist es noch. Können wir mal probehalber hier gucken. Landtitel gewähren. Vizekönig. Nö, das scheint zu gehen. Das geht. Ich glaube, den vergeben wir aber nicht, weil wir sind ja unfähig momentan. Der Platz, der wird wohl vergeben. Das könnte dann soweit der Regent machen. Und der würde hier wohl auch den besten auswählen, den überdurchschnittlichen Herzog von Orkney. So,
Gut. Ja, das sind ja schöne Aussichten, sage ich mal, einen unfähigen Kaiser, der jederzeit sterben könnte oder auch nicht, und einen nicht vergebenen Königstitel. Naja, wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ruhig würde ich sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Crusader Kings 2 in Britannien. Tschüss und ciao, ciao.